A battle has begun. Ah, sie zerstören das, okay. Passt. Station construction has begun. Noch mehr Schiffe in Auftrag geben. Sehr gut. For Kaelis. Ihr könnt eigentlich mal den hier zerstören. Schauen wir mal, ob das hier schafft oder ob ihr vorher die Schilde verliert. Oh, Junge, Junge, Junge. Die haut ganz schön rein, die Verteidigungsstation. Ich schicke mal gleich noch ein Schiff hoch. For Kaelis. For Kaelis. Braucht wahrscheinlich nicht lang, dann ist es auch weg. Überall haben sie sich hier aufgebaut, ne? Das ist... Ah, du bist schon da. Bitte mit hier angreifen. Dankeschön. The battle has begun. Ja, weiß ich doch schon. Ich bin doch hier. Ich bin doch da. Also wenn wir eine Schirmbasis von dem Borg finden, dann wird's lustig. Dann brauchen wir die Spezialwaffe, sonst schaffen wir das wahrscheinlich nicht. Ah, da. Attacke. We have a new ship for the fleet. Ja, konzentriert euch alle immer auf eins, dann schafft ihr das. Da haben wir noch eins verloren, habe ich schon fast erwartet. Oh, du greifst bitte mit hier an. Wir sind irgendwo von da drüben gekommen, ne? Aber wir schauen mal, dass wir hier alles erkunden, dass wir auch nichts übersehen. Wollen ja alle ausrotten. Null Crew. Wir könnten eigentlich... Schauen wir mal, ob die das schnell genug wieder reparieren. Dann haben wir noch ein Schiff wieder. Okay. Engines haben sie schon mal? Ja, komm, 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 komm. Repariert. Jawohl. A Klingon can die but once. Sehr gut. Ja, hier hoch. Very well. Du fliegst auch mal mit. Solange du noch fliegen kannst. We have a new ship for the fleet. Ah, new ship for the fleet. For Kaelis! Kaplock! Hechu, Goss! Okay, hier geht's also durch so eine Enge durch. Okay, ich verstehe. Und dann hier hoch. A Klingon can die but once. Okay, hier oben ist also nichts mehr. Sehr gut. Ready for battle! Schauen wir mal, kommen wir hier wieder raus oder ist hier alles zu? Ready for battle. We have a new ship for the fleet. Ready for battle. Okay, nee, hier geht's nicht lang. Alles klar. Das heißt, wir können einfach mal hier hin. Very well. Ich nehme mal mit. Ready for battle. Fliegt's auch hier hin. The battle has begun. Oh. Ready for battle. Schnell, alles ausschalten. For Kaelis. Hier oben habt ihr auch noch nicht geschafft, ne? For Kaelis. Die Borgkuben sind schon eine harte Nuss. For Kaelis. So, haben wir jetzt wieder alle? Kaplock. Haben wir einen verloren? Ja, nee. Wir haben einen zurückgelassen. Ja, okay. Very well. Very well. Oh ja. Hechu. Roter Nebel, da wollen wir eigentlich nicht durch, aber vielleicht kommen wir hier durch. Da unten war ein Schiff. Eine Sphäre. Na gut, die soll hier mal weiter rumfliegen. Wir kümmern uns mal um die hier. Du kannst eigentlich nach Hause. Ready for battle. Schauen wir mal, ob wir noch eine Basis finden von denen. Irgendwas muss ja noch sein, Herr. Sonst. Oh, hier. Destroy the cowards. Hier haben wir was gefunden. Torpedowerfer und noch was. Schauen wir mal.
Alle auf die Sphäre, los! Hat sich doch was bewegt. Okay, dann auf den Torpedowerfer. Ich glaube, der ist wahrscheinlich heftiger als das andere, aber wird wahrscheinlich ein verlustreicher Kampf hier. Aber ich will meine Spezialwaffe aufheben für einen Bohrkuh, bis der eventuell kommt. Weil da haben wir dann richtig Probleme. Er schaltet jetzt mal schnell das kleine Schiff aus. Und dann bitte alle das hier. Ah, hier haben sie also auch noch eine Bauvorrichtung. Na, kommt ihr zurück? Okay, wir haben wieder zwei verloren. Aber wir sollten ja genug hier in Reserve haben. Vielleicht schicken wir einfach eine ganze neue Reihe hier hoch. Sehr gut, nicht aus den Augen verlieren, warum wir hier oben sind. Ah, wenn wir schon hier unten sind. Neue Schiffe. Ja, erst das Angreiferschiff zerstören, dann die Station. So, jetzt könnt ihr erstmal schießen hier. Wunderbar. There is no more dilithium here. Oh. Destroy the cowards. For Kalis. Gut, dass wir die andere Armee schon unterwegs haben, weil das wird ein harter Kampf. Komm schon, geh kaputt, geh kaputt. Jetzt haut er auch noch ab. Okay. Ready for battle. Schnell wieder alles ausschalten bei dem. Ready for battle. Zerstört lieber erstmal den hier. Der ist der Wichtige. Aber wir haben jetzt genau den Antrieb ausgeschaltet. Komm schon. Frau Kubus, vorbei mit dir. Oh nein. Zum Glück hängt er jetzt. Zum Glück hängt er. Sehr gut. Ah, komm schon. Zerstört ihn. Nein, nicht den. Hier. Oh. A Klingon can die but once. Unsere assimilierten Schiffe hier. Very well. Ready for battle. Ready for battle. To battle. Wenn der abhaut, soll er abhauen. Hier haben wir jetzt auch gleich noch eine Station von denen gefunden, okay. Ja, zerstört mal die Station, das passt. Ihr sammelt jetzt hier oben die Lithium, ja, soll mir auch recht sein. Welcher Mond ist denn leer? Wahrscheinlich der hier unten, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Gut. Oder auch nicht gut, je nachdem. Aber wir haben ja zum Glück noch einen zweiten und wir haben noch ganz viel Lithium auf Lager. Genau, zerstört erstmal die hier. Jetzt die hier. Oh, da ist noch mehr. Da ist ja richtig viel. Brauchen wir unbedingt noch eine Armee. Da brauchen wir noch ein paar Schiffe. Ah, jetzt kommst du wieder. Jetzt war's das auch mit dir. Nee, den hier. Den hier. Er ist gefährlich. Jetzt könnt ihr weitermachen, genau. Langsam aber sicher kämpfen wir uns hier durch. The battle has begun. Ja, ich weiß. Vielleicht könnten wir auch einfach noch einen Schiffswerf bauen. Vielleicht wäre das mal was. Bauen wir. Diese Lache. Wunderschön. We have a new ship for the fleet. Schauen wir mal, was sich hier hinter versteckt, wenn die Verteidigungsposten sind. Ich hoffe, wir sind weit genug weg, dass der nicht schießt. Ja, genau.
Ja, ich weiß, da ist eine Sphäre, aber wir machen erst den hier weg, weil der ist echt lästig. Jetzt. Alle auf ihn. So, schafft ihr das? So, dann greift mal den hier an. We have a new ship for the fleet. The battle has begun. Oh oh, da ist auch ein Unbemannter. Da kümmern wir uns gleich drum. A Klingon can die, but one. Oi, 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 oi. For Kaelis! For Kaelis! So, das sollte erstmal wieder reichen. Wie schaut's denn mit unserer neuen Streitmacht aus? Du wolltest doch. We have a new ship for the fleet. Hau die mal hier hin. Right away. Sehr gut, hier haben wir. Haben wir doch genug. Hä? Ready for battle. Eine ganz neue Truppe. Oh ja, bitte bis hier hoch. Mit der Verstärkung können wir gleich weitermachen. We have a new ship for the fleet. Da auch was? Da sehen wir gleich, ob. Oh, da kommen noch welche. Ready for battle. Zum Glück nur ein kleines Schiff. Verfolgt es, zerstört es. Jawohl. Da kommt noch eins. Attacke! Das wollte ich nicht machen. Na gut, jetzt ist es auch schon zu spät. Sollte es eh gleich zerstört sein? Ich hoffe, ihr fliegt nicht durch den Nebel. Ich hoffe, ihr seid so schlau. Naja, nicht so ganz. Ah. Hier bleiben! Hier bleiben! A Klingon can die but once. Ach. For Kaelis! So, dann fliegt mal hier hoch. Gustavo Kor! Hier gleich hinterher. Kaplock! So, jetzt reichern wir die hier oben mal aus. Zeit wird's. Schauen wir mal. For Kaelis. Angriffstruppe. Vorwärts. Very well. The battle has begun. Die auch bitte. Ready for battle. So, zerstört mal kurz das hier. Jetzt ready weiter angreifen. Endlich mal ein bisschen Firepower hier. Kommt noch eins, aber das sollte. Genau, perfekt. Kommt erst, wenn hier schon zerstört ist. Ready for battle. So, die zurückbleiben hier, bitte auch angreifen. Ready for battle. Dann können sie hoffentlich wegen keinen Kubus mehr bauen, hier zumindest schon mal nicht mehr. Was machst du denn alleine hier? Ah, 5 Offiziere halten die Stellung. Oh, schauen wir mal, wie lange. Ah, der hat zu viel, hält zu viel aus. Dabei sind wir schon so viele Schiffe. Aber größere Schiffe können wir nicht bauen, ne? Nope. The battle has begun. Aber wir können mal mehr bauen. Beginning construction. A Klingon can die but once. Ah, ich denke mal, die sind schon assimiliert, weil die so grün leuchten. For Kaelis. Kaplock. Ah, hier oben ist wieder zu, ja, genau. Alles klar. Ready for battle. For Kaelis. Ah, hier ist so ein Korridor durch den Nebel. For Kaelis. Very well. Ja, da unten kommen schon die anderen her. Ready for battle. Schau mal, wo der Nebel aufhört, wo wir hier am besten durchkommen. A Klingon can die but once.
Hier musst du irgendwo durchgehen, oder? Wir müssen hier wirklich durch den Nebel durchfliegen. Vielleicht machen wir das einfach kurz. Ready for battle. So, einmal alle hierher. Ready for battle. Ah, da kommt schon das erste Schiff. The battle has begun. We have a new ship for the fleet. Hechu, Gos. For Kaelas. For Kaelas. Ah nein, nicht da. Was macht ihr denn? For Kaelas. For Kaelas. Schwieriger als ich dachte, durch diesen Nebel durchzukommen. So, dann habt ihr euch jetzt wieder alle gefangen. Können wir jetzt mal weiterfliegen hier. Oh, hier sehe ich schon. Ready for battle. We have a new ship for the fleet. Ready for battle. Ready for battle. Zerstört schnell die hier. Kommt schon. Das schafft ihr. For Kaelas. Jetzt ist vorbei mit euch hier. The battle has begun. Jetzt zerstört schnell die hier. Die Sphäre. Hallo? So, wenn die jetzt vorbei ist, jetzt können wir hier angreifen. Hier kommt bitte auch mit. Ihr könnt mal das hier zerstören. Ja, sollte funktionieren. Oh, da oben ist die Forschungsstation von denen. Wie groß ist unsere Flotte hier unten? We have a new ship for the fleet. Ah, sehr gut. Eine volle Flotte. Hier hoch. The battle has begun. For Kaelas. Und gerade noch ein Schiff bauen. Jetzt fliegt man weiter hier hoch. For battle. For Kaelas. Ready for battle. Oh, da ist eine Sternbasis. A Klingon can die. Weg hier. Ready for battle. Seid doch nicht lebensmüde. Gegen den Nexus hier zu kämpfen. Destroy the cowards. Ah ja, keine Waffensysteme, okay. Gut, wir zerstören jetzt das hier. Dann sammeln wir die Spezialwaffen und die zweite Armee und dann greifen wir die Sternbasis an. Dann müssten wir sie eigentlich schon fast vertrieben haben hier. Eigentlich. Ihr habt keine Bauaufträge mehr, das gibt's ja nicht. Immer weiter. So viel wie nur möglich ist. Ah, sehr gut. Jetzt können wir überlegen. Ne, ich glaube, wir warten noch schnell, bis die anderen da sind. Und dann greifen wir zusammen die Sternbasis an. Dann machen wir erst die ersten mit ihren Spezialwaffen, dann die anderen. Ihr könnt mal von hier oben kommen. Geht weg hier. We have a new ship for the fleet. Oh. We have a new ship for the fleet. Aber sind denn die anderen hier unten? Sehr gut. A Klingon can die but once. So, ihr greift jetzt an. Und zwar volle Kanone. Haltet hoffentlich ihre Waffensysteme aus. Dann greift ihr mit hier oben an. Genau. Und wenn sie nicht wieder Waffensysteme hat, dann können wir mit denen hier gleich mal wieder Spezialwaffe machen und Waffen wieder ausschalten. Und dann machen wir es so im Wechsel. Immer die. Ausschalten. Irgendwie haben sie es gerade nicht gemacht. Naja, jetzt haben wir deswegen ein Schiff verloren wahrscheinlich. Da ist ein Bauschiff, hey! We have a new ship for the fleet. Komm schon, zerstört sie!
Jawohl. Dann greift ihr mal hier an. Und ihr greift mal die hier an. Oh, das Schiff hat es nicht überlebt. Da schwebt noch ein Drum, okay, aber ich glaube, die restlichen Schachen, das ist wahrscheinlich schon hier. Schauen wir mal, ob das dann der Rest von dem Borg war oder ob die sich noch irgendwo verstecken. Wir können ein bisschen näher hinfliegen. Dann zerstört ihr hier gleich alles. So, wunderbar. Technologie-Note, okay. Schauen wir mal, ob sich hier oben noch was versteckt. Oder ob es das war. Das war's jetzt erstmal hier. Schauen wir mal, ob das ist jetzt wahr. Sehen wir gleich. We have a new ship for the fleet. Hält ganz schön viel aus. Ziemlich starke Schilde. Und? Anscheinend nicht. Aber nachdem wir hier nicht durchkommen. Very well. Wo würdet ihr denn langfliegen, wenn ihr da unten hin müsst? Ah, dahin. Okay, alles klar. Very well. Dann fliegen wir mal dahin. Und wahrscheinlich haben wir wieder eine neue Armee. Jawohl, die kann auch hierher. Sollten wir hoffentlich genug Streitkräfte haben, um hier durchzubrechen und den Rest noch auszuräuchern. Von dem Borg. Schön, dass die Frachter hier rumfliegen. Hat der denn noch? Ja, der hat noch. Aber auch nicht mehr viel. Aber gut, wir haben immer noch genug auf Lager. Wir bauen aber gleich nochmal eine neue Streitmacht. Die ersten sind schon da. Können einfach schon mal vorher erkunden, was wir hier so finden. Ah, ich warte die ganze Zeit, dass grüne Punkte auftauchen auf einmal. Ah, hier unten. Angriff! Ist es, oh, ich dachte gerade, der wäre ein Kubus. We have a new ship for the fleet. So, wenn der zerstört ist, dann könnt ihr schon mal hier hinfliegen. Dann nehmen wir uns die nächsten raus. Die können da hinfliegen. Wie viele sind hier da noch? Zwei. Die fliegen einfach mal dahin. Oh, ihr seid aber auch selten. Wenn man nicht aufpasst, ne? Man kann eine Verteidigungsstation alle ausschalten. Gut, dass wir hier noch zwei Schiffe haben. Die kommen mal mit hier runter. Weil die es ja geschafft haben, sich zu zerstören. So. Guck mal weiter hier. Wahrscheinlich war es das noch nicht. Wahrscheinlich gibt es noch eine Basis hier irgendwo. Ja, ich weiß. Die kämpfen da unten, das sollen sie auch. Ready for battle. Kaplock. For Kalis. Ihr verfolgt ihn bitte. Wo auch immer er hinfliegt, da wird wahrscheinlich noch eine Basis sein. For Kalis. Oder er versucht einfach zu fliehen, weil er der Letzte ist. Er wird auf jeden Fall nicht so weit kommen. Oh, da haben wir was gefunden. Ready for battle. Da haben wir noch was gefunden. For Kalis. Ready for battle. Und auch mit hierher? Eine Mining Station. Ob das jetzt die letzte ist oder ob sich da echt noch in dem letzten Rest was versteckt, das werden wir gleich sehen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ah, da sind die anderen da. Sehr gut. Jetzt sollte es ja hoffentlich schneller gehen. Oh, der zweite Mond ist leer. Oh oh. Jetzt hast du keinen Kommen mehr. Robustes kleines Schiff.
Und? Warst du das Letzte? Chancellor Martok! All Borg ships in the sector have been destroyed. We are victorious. Then the day is ours. Contact the homeworld. Find out why our support fleet has not arrived. And send a message to the Federation. Inform them that Chancellor Martok has driven the Borg from the Gamma Eridon system. Just enter the sector. They are hailing us. It is about time. Toral. Now I know why the fleet was delayed. My apologies, Chancellor, but I had pressing business to attend to. I know of your business, Toral. Worf has already informed me of your treachery. He is on his way now with the real Sword of Kalos. You will be long dead before he arrives. Toral, you are a fool. Dark forces gather on the horizon, and you would have us feast upon ourselves. Jawohl, das heißt, wir müssen die Sternbasis verteidigen. Oh, wir sehen hier schon richtig viel. Oh, oh, das wird, glaube ich, hart. Das sind alles Sensoren, ne? Also, wenn man hier oben die Flotte sieht, das ist schon... Wie viel haben wir? Wir haben eine Sternbasis und zwei Bauschiffe. Wow. Okay. Das ist weniger, als ich dachte. Vielleicht bauen wir einfach gleich noch zwei Sternbasen dahin. Einfach nur so, weil die viel aushalten. Ja. Und die Lithium. Immerhin haben wir gleich Mond. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.